Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Railroads Online. Und ihr seht schon, es gibt ein kleines Update. Ich habe mir mal wieder eine Lok gegönnt. Und zwar die Heisler. Die hat ja auch so eine Getriebestange hier drin. Ich bin mit der auch schon gefahren. Recht gut, und zwar im Sandwich-Format. Soll heißen, wir haben hier neun Wagen, die hier mit Holz belade. Und dann kuppel ich die hier an, und zwar hinter der Lok. Und wenn die Lok dazwischen ist, lässt es eigentlich ganz gut fahren mit dem Holz zu. Wir werden aber heute mit dem nicht fahren. Das kommt aber noch, ich zeige es euch noch. Aber die Lok wird dann primär hier diese Holzzüge fahren, weil das einfach sehr gut funktioniert. Und die anderen Loks werden wir hier im Flachland einsetzen. Ich habe hier noch ein zweites Abstellgleis gemacht. Da hinten hat es noch ein drittes, damit die hier stehen können. Und das Hauptgleis hier, das wird dann quasi einfach nur zum Laden genutzt. Jetzt habe ich das einfach nur mit einer Weiche hier weiter, beziehungsweise zwei. Da könnten wir jetzt noch was hinstellen. Aber da weiß ich noch nicht was. Soweit zu dem. Was wir heute machen werden, ist Roheisen abholen bei der Schmelze, damit wir wieder Schienen kriegen. Weil wir können ja nicht einfach nur eins wegnehmen von da unten, sondern wir müssen ja alle beide wegnehmen. Und dann wäre die Idee, dass wir mit Roheisen, auch wenn wir die Strecke noch nicht haben, zur Industrie, ich glaube zum Eisenwerk müssen wir damit hin, noch nicht haben, das kommt dann im Stream, wird der Roheisenzug erstmal hier schon stehen, und zwar werden wir es auf das Gleis hier erstmal hinstellen, die Wagen. Ich habe schon mal ein paar Wagen gekauft, die sind da hinten, da ist die Lok Nummer 2, die Eureka, gerade dran, und nachdem es zum ersten Mal ist, dass wir hier Roheisen abholen, dachte ich, wir fahren da mal mit der Eureka. Eventuell werden wir unten die vier Wagen, was wir für die Schienen nutzen, dann noch mit dazu nehmen. Und wenn wir dann das Roheisen hier unten haben, werden wir oben einmal Kohle mit aufnehmen und das dann bei dem Zug rannehmen. Und wenn wir dann die Strecke gebaut haben, werden wir hier mit der Lok namens Tiger den ganzen Zug zum ersten Mal zur neuen Industrie bringen. Jetzt erstmal fahren wir mal rüber zur Schmelze. Und was jetzt hier auch gleich die Neuerung, ich habe das Gleis, wo ich gesagt habe, ich will das mal anschließen, habe es jetzt auch endlich mal angeschlossen. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Holz, sonst kommen wir hier da nicht weiter. Ich sagen zweimal und dann fahren wir die alte Bergstrecke runter. Ach, das habe ich schon mal besser hinkriegt. Ah, ist doch wieder mal schön, mit der Eureka zu fahren. Die verstaubt uns sonst noch. Ich glaube, die Weiche ist richtig gelegt. Ja. Also ich weiß, kurventechnisch geht es noch ein bisschen schöner. Aber für den Anfang tut's. Da können wir jetzt auch erstmal recht flott fahren. Mit den paar wenigen Wagen. Passiert selten was. Patch gab es leider nach wie vor nicht, also heute ist der 12.11. Im Discord passiert auch nicht wirklich viel seitens der Devs, also keine Updates in der Hinsicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mal wieder zu streamen und dann wieder zu bauen. Ist jetzt schon wieder Woche oder zwei knapp her. Die letzten Episoden habe ich ja so für mich gemacht. Aber im Stream ist das noch ein bisschen cooler, vor allem wenn man da mit den Leuten quatschen kann. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, wann die neuen Episoden immer rauskommen soll. Und zwar, wenn wir uns darauf festlegen, also grundsätzlich für jedes Spiel, was ich machen werde, Montag, Mittwoch und Freitag kommen die Episoden raus und am Wochenende eventuell Streams. Okay, wir wollen hier nach links. Theoretisch wird es auch rechts gehen, aber dann müssen wir dann rückwärts runterfahren. Das ist uncool. Okay. Das ist schon echt eine Schönheit, muss ich schon sagen.
bin nochmal hergegangen und habe mit einem Savegame-Editor die ganzen Wagen hier nummeriert. Die habe ich jetzt noch nicht nummeriert, die habe ich gerade frisch gekauft. Aber ich will jedem Wagen eine fortlaufende Nummer geben. Da kann man auch ganz gut kontrollieren bei einer Bergstrecke, ob der letzte Wagen angekommen ist, wenn man sich die Nummer merkt. Und sieht ein bisschen schöner aus. Ah, und ich habe bei der Climax habe ich den Rechtschreibfehler mit Dovahkiin korrigiert. Das habe ich noch gemacht. Sonst habe ich aber nichts verändert am Safe Game. Ich verlinke euch mal den Editor dann in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich das mache. Und dann, wenn ihr dann solche Sachen auch nachbearbeiten wollt, könnt ihr es nutzen. Theoretisch können wir auch mit Money cheaten, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Und wenn euch ein Wagen oder eine Lok irgendwie verschwindet, dann kann man mit dem Tool die Sachen wieder respawnen lassen. Für die Sachen ist das ganz praktisch. Hab zumindest in die Foren gelesen, dass das des Öfteren mal vorkommt, gerade bei Unfällen, dass Wagen und Loks im Boden verschwinden. Ich hatte das bis jetzt noch nicht, aber soll vorkommen. Mit so kurzen Zügen ist man einfach viel schneller unterwegs. Die Brücke wird das nächste Schimba-Projekt. Dem Hubel hier. Sehr gut. Mach jetzt übrigens neue Country-Musik, denn bei der YouTube Music Library habe ich jetzt so ziemlich jeden Song genutzt. Teilweise musste ich schon ein bisschen wiederholen. Aber so Country-Folk-mäßig hat es da echt nicht viel. Muss mal schauen, wo ich da neuer Musik komme. Weil, also Pop und sonstiges würde ich jetzt auch nicht machen. Und klassisch auch nicht. Wobei klassisch könnte noch teilweise ganz gut passen. Aber bei Railroads Online hätte ich gern Country-Folk in die Richtung. Ich muss sagen, da sind teilweise in der YouTube Audio Library ganz coole Songs mit dabei. Also gerade die Country- und Folk-Sachen fand ich eigentlich ganz cool. Dürft aber gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Songs so findet. Die Strecke hat schon Potenzial zum Neumachen. Ja, das könnte man anders machen. Schlankere S-Kurve näher am Berg ran. Das ist, glaube ich, noch ganz gut gelungen hier. Man hätte natürlich weiterfahren können, bis man dann unten ist. Aber ich denke, so mit der Kurve ist ganz okay. Ich glaube, die Weichen habe ich hier nicht verändert. Nee, wir können einfach durchdüsen und dann schön beladen. Ja, ich überlege mal gerade, ob man oder ob ich nicht dann zu Fuß schnell zur. Wobei zu Fuß ist doof. Wir könnten mit der Lok hochfahren und eigentlich schon mal die Kohle auch mitholen. Ich glaube, das werden wir machen. Aber ich glaube, die Eureka kann dann die Wagen plus die Kohle nicht mehr ziehen. Das wird die nicht schaffen. Aber es wäre mal ein guter Stresstest auf der alten Bergstrecke. Okay, ich glaube, die Weichen sind richtig. Ja, das sieht richtig aus. Und dann werden wir hier mal mit dem Roheisen anfangen. Ich muss auch hier noch das Erz weiter auffüllen. Also das müssen nicht, aber ich möchte es. Da können wir dann gleich mal schauen, wie viel wir da gerade noch haben.
aber erstmal hier richtig hinfahren. Eben, Schienen haben wir keine mehr. Das ist doof. Bin mal gespannt, wie viel von dem Roheisen bei den Wagen jetzt rauf geht. Okay. Das sollte passen. Wir lassen hier schon mal beladen. Aber es könnte auch wieder 10 sein. Nee, das sieht eher nach 5 aus. Okay. Jetzt schaue ich einmal ganz kurz, wie viel Erz wir hier hinten noch haben und Scheitholz, weil ansonsten müssen wir das nochmal auffüllen. Scheitholz sieht okay aus. Cool, ich kann hier raufgehen. 325, okay, das ist noch ein bisschen was. Und hier hinten sind wir noch so gut wie voll. Ja, alles klar. Gut. Ah, ich komme hier nicht rauf. Ich will hier rein. Cool. Hey, was ist denn hier? Kann ich da rein? Nee, Alpha-Wand. Okay. Also ich würde sagen, 5 gehen darauf. Da brauche ich aber viel mehr Wagen. Ist er da hinten? Ja, seht ihr, jetzt ist er da hinten schon am Produzieren. Genau, in dem Verhältnis will man es jetzt hier wegnehmen. Ach was, nur 3? Boah, das... Oh, das wären aber dann lange Züge hier. Nur 3. Das ist dämlich. Okay. Ich werde jetzt mal hier beladen. Und werde dann vermutlich die auch gerade noch mitbeladen. Und das gibt's für euch im Schnelldurchgang. Also, bis gleich. Wenn, das ist, glaube ich, nicht so das Spannendste, mir da beim Beladen zuzugucken. Thank you.
So, das war's dann mit dem Aufladen. Also ihr habt es gesehen, ich habe die Lok hier einmal umgesetzt. Ja, ist ein bisschen einfacher zum Beladen. Ich glaube, ich werde das gleich schon so machen, dass die Lok immer hier ist. Also sprich, wir fahren von hinten rein. Und dieses Abstellgleis ist zu klein. Also wir werden hier auf alle Fälle längere Verbände bauen. Sprich, Umbauaktion, die nächste ist, hier längere Abstellgleise zu machen. Vielleicht zwei oder drei, so ähnlich wie beim Sägewerk. Und dann fangen wir da hinten an. Und das hier alles wollen wir abreißen. Das brauchen wir hier nicht mehr. Also, das ist die erste Umbauarbeit. Ich glaube, das machen wir noch, bevor wir die andere Bergstrecke fertig machen. Okay, dann bringen wir das mal zum Bahnhof beim Sägewerk auf das eine Gleis. Und dann schauen wir mal, wie es der Eureka so geht mit, was haben wir jetzt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wagen, glaube ich, sind es jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Gut. Naja, habe ich schon besser gekriegt. Los geht's. Aber die sollte es eigentlich schaffen. Schade, dass da wirklich nur 3 raufgehen, weil von den Schienen kann ich 10 aufladen. Das ist ja eigentlich relativ stark. Also wenn wir das noch länger machen, glaube ich, wäre das was für die Heißler oder für die Tiger hier. Eher für die Heißler. Mitunter. Dass wir da unsere 2 Berglokomotiven haben. Ja, wenn wir hier vielleicht die Kurve ein bisschen verkürzen, damit wir hier eine schöne Gerade haben. Und dann gibt es hier einen Abstellbahnhof. Und hier bei der Schleife da hinten, wo wir das Erz abladen, das Teilstück sollten wir auch mal schöner machen. So viel zu tun. Geht nicht aus. Aber ich mag das hier, die Sachen immer weiter zu optimieren. Komme ich zwar nicht so schnell voran, aber ich will da ein anständiges Netz hier haben. Ja, sie wird schon ein bisschen langsamer. Aber das war bis jetzt noch nicht das Schwerste. Also 12, 13 Wagen auf der zweiten Bergstrecke hat die auch geschafft. Ich muss noch diese Abreißtour hier machen mit den Bäumen. Ja, sieht gut aus. Aber jetzt gerade mit 37% im Regel eigentlich ganz gut getroffen. Ich lasse das mal so. Ah, wobei, jetzt wird sie schon wieder langsamer. Gehen wir mal auf 46. Ah, da müssen wir noch viel mehr Roheisen wegbringen. Ich glaube, ich werde so ähnlich wie mit den Holzverbänden mit 18 Wagen oder so. Dass wir hier das entsprechend wegkriegen. Können wir auch von den Wagen hier wieder ein paar mehr kaufen. Aber die kosten Gott sei Dank nicht viel, also ich glaube nur 250 das Stück. Das sind die Wagen für Kohle und Erz, oder mit 850. Also Balancing würde ich hier noch ein bisschen anpassen. So, jetzt raschen wir da mal voll drüber. Dann was der Verband dazu sagt. Ja,
Oh, jetzt werde ich leicht nervös. Ja, das hält sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Generell braucht man nach dem Sägewerk irgendwie einen fetten Güterbahnhof, wo man solche Sachen erstmal abstellen kann. Jetzt beim Sägewerk ist das erstmal provisorisch, der Bahnhof. Da braucht man noch was. Ich würde das nach dem gleichen Prinzip bauen, wie wir es oben bei der Kohlemine gemacht haben. Und nur viel, viel, viel länger. Vielleicht machen wir es so wie, ich habe es bei den anderen Spielen schon gesehen, die machen das gern beim Depot. Also beim Güterdepot. Also der Anfangs-Spawnpoint, dass man das da macht. Vielleicht machen wir das auch da. Muss ich mir noch überlegen. Sinn macht es irgendwie so als Startpunkt. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein, wo wir so einen großen Umschlagsbahnhof machen sollten. Wenn wir jetzt dann da sind, dann werde ich mal zur Kohlemine rauflaufen. Das werde ich aber euch nicht im Video zeigen, weil das ist langweilig. Aber ich schneide zu Fuß hin. Und dann bringen wir die Kohle runter. Ich glaube, mit den, ich glaube, 6 Wagen haben wir oben. Oh, da sieht man, wie wichtig schön bauen ist, beziehungsweise, dass man hier saubere Kurven hat. Da kann man einfach viel schneller durchfahren. Einfach effizienter. Da vorne werden wir gleich die Weiche umlegen, weil auf das Gleis, wo wir jetzt reinfahren würden, würde ich den Zug nicht haben. Also, wir werden wahrscheinlich viel Platz wird dann noch haben, wenn da noch 6 Wagen kommen. Okay. Das könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen schöner machen hier. Das ist halt ein bisschen blöd, dass man hier das da unten sieht. Das ist doof. Na, komm. Ich will nach rechts. Oh, Spiel, bitte. Okidokli. Ja, brauchen da mal ein bisschen was von dem hier. Und weiter geht's. Komm. Gib Gummi. Also beim Anfang merkst du schon, dass da ein bisschen was 3, 4, 5, 6. Dass sie da ein bisschen zum Kämpfen hat. Da vorne ist es auch falsch. Vielleicht wäre doch das linke Gleis besser gewesen. Ah. So. Da kann ich auch mal den Damm weiterziehen. Also wenn wir dann mehr mit den Kohlewagen runterkommen, macht es vielleicht Sinn, dass dann die Climax hinten ist und die Wagen hier zuerst reinkommen. Dass wir von hinten so ankuppeln können. Aber sollen wir gleich mal sehen, wie das platztechnisch aussieht. Das ist nur aufpassen, die Weiche davon ist nicht richtig.
Okay, also da kommt jetzt, da fahren wir jetzt noch ein bisschen nach vor. Und wie viel Platz haben wir jetzt hier noch da hinten? Ungefähr 6 Wagen noch, geht es? Oh, oh, oh. Es wird sich, glaube ich, nicht wirklich ausgehen. Aber wir könnten die Polywagen erstmal hier drin parken. Wir werden es ausprobieren. Ich werde erstmal die Weiche richtig legen und ziehe noch ein bisschen nach vorne. Und dann werden wir die Eureka erstmal da bei der Tiger parkieren. Sprich, das könnten wir hier schon mal so machen. Komm jetzt. Das ist richtig, das ist nicht richtig. Und das passt auch. Okay. Also ein bisschen vorziehen noch. Ein bisschen von oben gucken. So. Cool. Einmal abkoppeln. Bremsen anziehen. Und dann schauen wir, dass hier die ganzen Kupplungen schön zusammen sind. Damit wir, wenn wir das Spiel laden, die Kupplungen wieder zusammen sind. Grund dafür ist, dass es manchmal nicht zusammen ist, das habe ich im Forum gelesen, ist, dass zuerst die Wagen spawnen und dann die Pins. Und wenn dann die Kupplungen auseinander sind, sind sie teilweise nicht zusammen. Also schaut, dass die immer so zusammen sind. Also drückt den ganzen Verband zusammen und tut vorne und hinten die Bremse anziehen, damit das auch so bleibt. Das funktioniert wirklich sehr gut. Okay. Also, einmal. Anders parkieren. Und den hier. Die anderen haben wir ja schon gemacht. Sehr gut. Ja, wir brauchen wirklich einen Umschlagsbahnhof. Gut. Dann werden wir hier noch die Handbremse anziehen. Söderle. Dann hätten wir das. Also, ich werde jetzt erstmal zur Kohlemine rauflatschen. Und wenn ich dann da bin, geht das Video für euch weiter. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir jetzt endlich oben bei der Mine und da seht ihr auch einen kleinen Umbau. Ich habe nämlich hier so ein Abstellgleis gemacht. Und zwar war das hier der vierte Abzweig, den man dachte, okay, ich mache den hier gerade und kann dann hier die Wagen erstmal deponieren. Denn dann habe ich für den super langen Zug einerseits das Gleis hier und das hier und da kann man noch quasi vorbeifahren, wenn man möchte. Aber ich habe hier zwei lange Gleise, das reicht mir dann erstmal. Und das hier für den Kohlezug und da eben Depot, wo man auch nochmal abstellen könnte, wenn man möchte. Okay, die Lok ist schon heiß, die Weichen sind richtig gelegt. Wir fahren jetzt mal raus. Wir haben da jetzt nur 97 drin. Und jetzt werden wir schauen, dass wir da immer schön 10 reinkriegen. Erstmal aufs richtige Gleis. Hier, glaube ich, habe ich irgendwo die... ganz hinten vermutlich habe ich die Bremse angelegt. Damit die hier so schön sind. Da. Ja. Okay. Und dann fahren wir den Berg runter. Und irgendwo auf der Bergstrecke ist noch eine Draisine. Ich wollte mit der Draisine hier rauf. Geht so semi-gut. Die müssen wir dann noch mitnehmen. Los geht's. Sollte eigentlich für die Nummer 3 überhaupt gar kein Problem sein.
Die ist leider im Verhältnis etwas laut, die Lok Nummer 3. Also ich muss sagen, mit der Heißler bin ich ja schon gefahren. Die ist ja nach ähnlichem Prinzip. Die fährt schneller und besser als wie hier die Nummer 3. Gut, das sollte es gewesen sein. So, dann wollen wir einmal hier rein. Und dann fröhliches Beladen und runter mit den ganzen. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Nummer 3 hier oben lassen. Beziehungsweise, ob das die zukünftige Lok wird, um Kohle hin und her zu fahren, sondern dass sie einfach noch ein Schirm bleibt, wenn man es vielleicht eine zweite Heißler suchen, ich bin mir nicht sicher. Stehen, bin mir nicht sicher, wie weit wir hier fahren müssen. Würde gern hier ganz hinten anfangen. Eine halbe Wagenlänge. So, schauen wir mal, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ja, okay, 97 haben wir drin. Einmal runter mit dir. Ich werde jetzt nicht so beim Erz machen, dass ich einfach durchfahre. Das ist mir einfach zu teuer. Okay, hier ist es also ein Würfel. Das ist mal was Neues. Ich denke mal, das werde ich euch auch im Zeitraffer dann geben, wenn wir den hier fertig haben. Das ist jetzt nicht das Spannendste. So, gleich haben wir es. Aber mich das ärgert, dass wir damals das ganze Erz da verschwendet haben. So, einmal nach oben. Gut. Eben, das wächst jetzt hier noch schön. Die schöne Kohle. Also für euch gibt es erstmal Zeitraffer, während ich das hier belade. Und los geht's. Thank you.
So, da waren wir mit dem Beladen jetzt hier erstmal fertig. Wir fahren jetzt mal runter. Die Weiche da hinten, die ist schon richtig gelegt. Hier gehen wir ein bisschen Holz rein und ich glaube, an der Stelle werde ich das Spiel ein bisschen leiser machen. Denn wenn die jetzt hier gleich auf Volltouren geht, dann ist sie recht laut. Aber das soll kein so ein großes Hässel sein, jetzt da runterzukommen. Es sind ja auch nur 6 Wagen. 37 Kohle haben wir jetzt hier noch drin. Das heißt, wir müssen unbedingt hier aufstocken. Hier Balken haben wir hier noch. Dürfte erst recht entspannt werden. Ich meine, runter soll es jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Und da können wir uns eigentlich ziehen lassen von den Wagen. Denkt man nicht, dass wir da jetzt entgleisen werden. Bisschen gemütliches Fahren, ne? Oh, jetzt glaube ich, jetzt ziehen sie schon. Ja, wie gut, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Da habe ich jetzt mittlerweile Übung drin. So ist ja die Nummer 3 recht schnell, ne? Ich weiß aber nicht, ob das dem Kolben so gut tun würde in echt, wenn der so schnell läuft. Ich würde mal vermuten, man soll es vermeiden, so schnell zu fahren. Aber ich will jetzt hier keine Ewigkeiten brauchen, dass ich unten bin. Achso, werden wir ein bisschen schneller fahren. Aber 100 Pro ist es nicht gut. Ich glaube, ich habe sie eh in einer vergangenen Episode mir gesagt, das wäre ganz cool, wenn die so eine, wie eine Art Kupplung hätte, dass gerade bei so Bergfahrten, also bei solchen Fahrten oder gerade beim Schleppen, dass du irgendwie die Zylinder entkuppeln kannst, dass sie nicht mitlaufen. Aber ich glaube, das haben sie damals, zumindest bei der, garantiert nicht gemacht. Das sieht nicht so aus. Ich hoffe, es klappt mit der Draisine, dass wir die einfach mitschieben können. Ich meine, einmal haben wir es ja schon gemacht. Bin ich eigentlich ganz gute Dinge, dass das hier kein Problem ist. Ich hoffe, die ist noch da, wo ich sie gelassen habe. Ich habe versucht, sie mitzunehmen da, über das Tal da, aber ich konnte sie dann nicht mehr aufgleisen. Das muss ein Radius haben. So, geben wir noch mal ein bisschen Gas. Ich glaube, das ist jetzt hier die Stelle, wo es ein bisschen berg, also nach oben geht. Bis nach der Brücke. Und dann soll es wieder bergab gehen. Jetzt war ich mir vom Moment nicht sicher, ob das Mikrofon ist. So, ab jetzt spätestens muss die Lok wieder arbeiten. Und dann dürfte es nicht mehr weit sein bis zur Draisine. Nee, ich glaube, die Lok Nummer 3 ist hier ungeeignet. Was mache ich mit der nur? Was bei dir? Auf welcher Strecke wäre die wohl am besten? Ich meine, die Strecke wäre vielleicht auch was für die Tiger.
Wobei, wenn wir jetzt mit richtig langen Zügen fahren, dann die Heißler wieder besser. Also vor allem, wenn wir mit einem Sandwich fahren. Wobei die... wir müssen es mal testen. Richtig lang, also richtig, richtig langer Zug hier auf der Strecke. Ob das auch ohne Sandwich-Format ganz gut geht. Weil nachdem die Strecke so unglaublich lang ist, würde ich da gerne mit ein bisschen mehr Speed fahren, als wie es. Gut, schauen wir mal, ob die Trasilie dann hier gleich mal auftaucht. Ich glaube, das war da vorne. Entweder hier oder bei der nächsten Brücke. Ach, da hinten ist sie ja. Okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großartig bremsen, da können wir einfach mit der Geschwindigkeit drauf fahren. Denn das ist Gehgeschwindigkeit, was wir da haben. So, ein paar Meter noch. Und... Bam. Bleibt sie drauf? Ja, ich denke schon. Jetzt haben wir halt dann leider nicht Bremse. Sollte es gleich wieder bergab gehen. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich das nicht für euch teilweise beschleunige, wenn ich mit der 3 unterwegs bin. Aber wo wäre die ganz gut? Ich meine, eventuell vielleicht Holzfäller Sägewerk, dass sie da hin und her fährt mit langen Zügen, weil die Strecke ist nicht so weit. Das wäre wirklich noch was. Ja. Ja. Ich glaube, wir holen jetzt eine zweite Heißler für die Strecke. Zuerst machen wir mal den Test mit der Tiger am besten. Schauen wie gut. Also das Rauffahren ist eh weniger das Problem, eher wenn wir das runterfahren und bremsen, wie dann das ist hier mit den ganzen Wagen. Aber wenn es gut läuft, dann wäre das was für die Tiger. Heißler macht dann die Holzzüge zur Erzmine. Wieder wird beim Baumfäller, beim Holzfäller sein. Die Eureka wird im Flachland. Das sollte sie eigentlich ganz gut hinkriegen. Aber wir werden hier echt gut abgebremst. Wir müssen dann eh gleich nochmal stehen bleiben, um Holz nachzulegen. Wir haben jetzt schon wieder schneller. Bisschen, glaube ich. Wisst was, liebe Leute? Wir machen hier, glaube ich, ein kleines Zeitraffer, nachdem die so unglaublich langsam ist.
Und dann hören wir uns wieder, wenn wir unten beim Sägewerk sind. Jetzt wollen wir erstmal hier anhalten. Aber das ist wirklich langsam. Holz hier nochmal rein. Aber ich werde es nicht schneiden, ich werde es die ganze Fahrt sehen, aber einfach noch ein bisschen schnell. Jetzt will ich mir das mit der Dreisilie nochmal angucken. Und für den Fall, dass bei der Fahrt irgendwie was passiert, dann geht es natürlich wieder normal weiter, also Entgleisung etc. Aber ich denke mal nicht, dass es passieren wird bei der Höchstgeschwindigkeit. Aber Dovakin, rauffahren werde ich mit dir nicht mehr. Dich werde ich raufschleppen lassen, eventuell mit der Tiger, damit es schneller geht. Okay, also liebe Leute, für euch ab jetzt der Zeitraffer. Ja, ich glaube, die Wagen können wir später nochmal holen. Warum bist du da entgleist eigentlich? Die Stelle war schon einmal ein Problem. Shit, würde ich es aufgleisen. Ich will gar nicht wissen, wie das dann weiter unten aussieht. Ich möchte hier rauf, bitte, danke. Der macht jetzt gleich einen Abflug. Bitte bremsen, bitte bremsen. Ich glaube, da bist du nicht ganz drauf, kann es sein. Doch, jetzt. Okay. Ja. Dann gucken wir mal hier wieder an. Noch. So. Sehr gut. So. Dann können wir das hier auch gerade schon mal vorbereiten. Und ich hätte bei einem von den Wagen die Bremse anlegen sollen. Kommst du jetzt ganz normal mit oder bist du jetzt hier entgleist? Ich glaube. Ja, kommt mit. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche. Ja, Mikrofon mal ein bisschen weiter weg. Und mal schauen, wo der Rest vom Zug so ist. Ach ja. Ich glaube, die Stelle muss ich da wirklich neu bauen. Wobei, ich will hier die ganze Kurve neu machen. Oh, 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 oh.
shit. Das geht nicht. Okay, das ist nicht im Gleis. Dann wollen wir hier erstmal die Bremse anziehen. Sonst macht er wieder einen Abflug. Nice. Sind das jetzt 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, habe ich Glück. Okay, dann müssen wir das hier jetzt noch hinkriegen. Also. Ups. Bisschen nach vorne hier. Okay, ich dachte wirklich, wir hätten jetzt einen Abflug gemacht. Aber komisch, dass sie jetzt wieder kommen sind. Also Physik für den Arsch, oder? Weil es wird hier weiter nach unten gehen. Okay, ich will mich nicht beschweren. Also, abkuppeln. Gut. Das war hier. Passt. Das ist okay. Das ist okay. Hier auch. Das wollen wir lösen. Und die Bremse werden wir jetzt angelegt lassen. Nur für den Fall der Fälle. Aber die Stelle da hinten, ich weiß nicht, was es ist. Da fangen die so zum Wackeln an. Die Lok teilweise. Und den Gleisen. Aber die ganze Kurve will ich ja hier weiter rausziehen mit einer Geraden hier. Und dann hier ein Dreieck machen. Also wird das Stück eh neu gemacht werden. Vielleicht machen wir das, bevor wir die neue Strecke machen. Und hier werden wir demnächst so öfter fahren müssen. Mal schauen. So. Jetzt geht's erstmal weiter nach unten. Achso. Holz nachlegen. Okay. Das gibt's für euch jetzt auch wieder im Zeitraffer. Bis zu dem Punkt, wo was vielleicht passiert.
So, jetzt sind wir dann auch gleich mal da. Ihr habt es gesehen, ich habe ein bisschen akrobatisch was gemacht, aber das fährt so langsam. Da kannst du daneben laufen und bist schneller. Die Draisine muss hier erstmal weg, sonst wird es nichts mit den Ankuppeln. Die werde ich mal da hinten zu der anderen Draisine hinstellen. Wenn ihr fragt, wo wir zwei haben, die ist noch von meinem Mitspieler von letztens. So, und dann werden wir gerade noch die Kupplung kontrollieren. Aber mit der fahre ich nicht mehr zurück. Das dauert mir viel zu lang. Die werde ich abschleppen lassen. Okay. Das ist so. Und hier haben wir nichts. Aber die Bremse ist angezogen. Brauchen wir hier jetzt erstmal nicht. Und hier können wir das auch lösen, weil wir werden das dann hier beim ersten Wagen anziehen, damit der Verband so bleibt, wie er ist. Okay. Gut, dann die letzten Meter. Was soll da schon schief gehen? Aber es geht sich vom Platz her aus. Bin ich schon mal froh. Okay, ich glaube, wir sind dran und können ankuppeln. Sehr gut. Passt. Dann haben wir hier unseren Roheisenzug. Und da müssen wir noch ein paar Mal mit dem fahren, damit wir hier wieder die Gleise kriegen und damit wir mehr Kohle haben. Das will ich auf alle Fälle aufstocken. Sprich, mit dem Zug werden wir noch einige Fahrten machen. Ich werde den ganzen Verband noch ein bisschen zusammendrücken. Okay, das soll es gewesen sein. Und dann schauen wir mal die ganzen Kupplungen an. Das ist nicht so geil. Lass mich mal ganz kurz rollen. Nee. Na komm, ein bisschen noch. Schauen wir mal kurz die anderen an. Ja, besser. Jetzt bist du zusammen. Gut. Bremse anlegen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Ist auch alles super. Perfekt. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt nicht zu weit rausgedrückt. Na, das geht ganz gut. Okay. Da hast du die Bremse angelegt. Dann hätten wir unseren Megazug dann für die Strecke da hinten, wenn wir dann soweit sind. Okay. Also würde ich sagen, im Stream bauen wir vielleicht die Strecke weiter aus und machen einen Umschlagplatz und dann die eine Kurve da oben, da wo es uns rausgeschmissen hat, wäre dann das nächste. Und die Lok, die werde ich vermutlich offscreen mit der Tiger wieder hochbringen. Andererseits frage ich mich, es würde Sinn machen, dass wir die Lok Nummer 3 erstmal hier lassen, weil wenn wir das Ganze hier entladen haben, kommen wir hier wieder zurück. Und die müssen ja wieder nach oben. Da können wir die Lok Nummer 3 gerade dran. Also eben, wenn wir mit dem Wagen hier raufkommen, Lok Nummer 3 wieder dran und vermutlich die oder die Nummer 5 da hinten werden das Ganze wieder hochziehen. So, die Idee, was wir jetzt noch tun werden, ist... Oh, da gibt es jetzt vermutlich gleich böse Kommentare, wenn ich das tue. Ich werde jetzt mal faulheitshalber das hier machen. Und die Nummer 3 hier aufs Abstellgleis setzen. Ich könnte jetzt auch hier hinfahren,
Ich weiß, das ist normalerweise nicht meine Art, aber die soll jetzt hier erstmal stehen. Die Lichtmaschine machen wir aber hier mal aus. So. Jetzt pfeifen. Okay, dann wird die hier erstmal stehen. Und der Verband bleibt hier auch erstmal stehen, bis die Strecke bereit ist, dass hier weitergeht. Schon ein recht langer Zug. Hier. Das wird hier noch länger werden. Kohlezug wird vermutlich nie sehr lang werden. Das werden immer so 6, 8 Wagen vielleicht sein, weil es einfach ewig lang dauert, bis wir hier die Kohle da auf Zack kriegen. Okay, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Lasst uns einen Kommentar da und ein Like, wie es euch gefallen hat. Und dann ist vermutlich die nächste Episode schon ein Mitschnitt aus dem nächsten Livestream. Also, bis denn dann. Hat mich gefreut.